Moin Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris, ich präsentiere führend den YouTube-Kanal Modbox den Vladimirek T25 vor. Oder Vladimirek T25 vor. Und dann wird dieser Traktor uns zur Verfügung gestellt von Aston 18 Headback Modding. Und der, die Modder schreiben in ihre eigene Mod-Beschreibung, dass dieser Traktor nur für PC und Mac ist, nicht für unsere Freunde der Konsole. Euch muss er enttäuschen. Würde mich trotzdem sehr freuen, wenn ihr dran bleibt, wenn ihr das Video zu Ende anschaut oder zumindest mal einen Daumen da lasst, einen Kommentar da lasst und wenn ihr es noch nicht getan habt, den Kanal zu abonnieren, ist ja kostenlos. Und damit ihr auch weitere Mods gezeigt bekommt von uns oder vorgeführt bekommt, weil es kommen definitiv auch Mods für Konsole, das verspreche ich euch. Dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Ja, und wenn euch die kaufbaren Inhalte vom LS22 interessieren oder die Giants und deren Partner zur Verfügung stellen, schaut mal unter dem Video, habt da Links dazu, wenn ihr die nutzt, unterstützt den McManus und den Entwickler. Und das wäre natürlich sehr, sehr cool. Ja, was haben wir? Wir haben einen Traktor, bei dem sich sehr, sehr viel konfigurieren lässt. Es sind mehrere Anbaugeräte verfügbar. Ich habe jetzt nur mal den Frontbeiler und die Schaufel genommen und nicht mehr. Aber ich zeige euch natürlich im Shop genau, was doch alles geht. Ihr seht hier auf jeden Fall, dass texturtechnisch ist das Ding auf einem super guten Level. Kann man nicht anders sagen. Und es ist auf jeden Fall besonders für die Freunde von Oldtimer. Ich weiß nicht, ob es diese Marke wirklich gibt. Es scheint natürlich eher osteuropäisch sein, polnisch, russisch, ich weiß es nicht genau. Steht leider in der Mod-Beschreibung nicht beschrieben. Aber wenn wir nicht mal losfahren, werdet ihr sehen, was ich meine. Ne? Wir können es mal reinsetzen. Innensicht, ihr seht, ne? Machen den Motor mal. Hört auf den Motorsound. Ich mache Musik mal kurz aus. Finde ich auch sehr cool. Und worauf ihr achten müsst, seht ihr unten das Gaspedal und dieser kleine Pinöppel da. Ich mache den nochmal an und versuche mal loszufahren. Seht ihr, wenn ich Gas gebe, geht das rechte Pedal geht so, quasi wird in den Boden getreten. Achtet mal, wann der wirklich losfährt. Also bis der quasi mit seinem Vorglühen fertig ist. Ich gebe jetzt die ganze Zeit Gas. Immer noch. Und jetzt geht das los. Also muss er recht lange vorglühen, was natürlich auch realistisch ist, was natürlich auch sehr gut ist. Ansonsten soundmäßig passt, Hupe ist recht ruhig. So. So, machen wir unseren obligatorischen Lichttest. Blinker funktionieren, Warnanlage funktioniert auch, Rückwahrscheinlich nicht, Bremsbeleuchtung funktioniert. Schauen wir vorne eben. Und ich schaue mal hoch. Ne, Blinker seht ihr, funktionieren. Abendlicht, Arbeitsscheinwerfer hinten aus. Das ist das Ganze. Ihr seht, Fahrer ist animiert, außer beim Frontlader greift halt nicht zu den Hebeln, aber sonst gibt er Gas, er bremst. Das macht er auf jeden Fall alles. Das passt soweit. Ja, das habt ihr schon gesehen. Es gibt hier das ein oder andere an IC Control. Wir können mal kurz gucken, was er macht. Nee, das ist von dem Dings. Aber es gab ja die Möglichkeit. Umschalttaste links rauf runter, aber es wird wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren, weil wir hier kein eine Haube öffnen. Achso, Motor wird mal öffnen. Okay, Heckscheibe, das ist alles dafür da. Wie gesagt, das könnte nachher zeigen, vielleicht mal den kann man auch konfigurieren mit Kabine. So, steigen wir aus, ne? Schauen wir uns im Shop an. Wir gehen im Shop unter DLCs und Mods und da haben wir das gute Stück. So. Fangen wir mit dem Traktor mal an. Der Traktor kostet standardmäßig 12.500, hat 30 PS, manuelles Getriebe, 26 km/h schnell. Jetzt kann man das Ganze auch auf Automatik stellen. Also nicht nur Schaltung, sondern Automatik. Beim Reifenhersteller könnt ihr euch ein bisschen durchklicken. Da gibt es halt Low, High, High 2. Ne? Je nachdem, was ihr da so haben möchtet. So, Reifenvariante gibt es Standard. Dann gibt es breite Spuren. Ja, die drei Möglichkeiten habt ihr. Frontzug mal oder Gewicht. Ne? Könnt ihr euch überlegen. Radgewichte 90, 132, 148 oder keins, also das ist das Maximum hier. Ihr seht auch schön, ne? Das sieht wirklich cool aus. So, Kotflügel vorne Metall ist quasi in Waage, also in der Fahrzeugfarbe oder in Kunststoff, dann wäre es schwarz abgesetzt. So, hinteres Fenster, das ist hiermit gemeint. Könnt ihr sagen Standard, ihr könnt sagen Metall, also ein komplettes Blech oder gar nichts. Ne, dann habt ihr Arbeitsscheinwerfer, ja, nein, das ist hier hinten die beiden. So, Schmutzfinger gibt es kurz, lang oder mega. Ne, da gehen die quasi immer von ganz vorne einmal ganz rum.
Dann Abdeckung. Gibt es ja? Das ist hier vorne. Moment. Ja oder nein, ne? Das ist hier. Dann gibt es Anhebungskupplung Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 1. Und die Möglichkeiten habt ihr da. Welche Bewandtnis es hat, weiß ich leider nicht. Kann ich euch nicht sagen. So, jetzt geht's zur Kabine. Kabine, ihr könnt sagen ja. Aber so finde ich den so unsymmetrisch, ne? Das ist so große Kabine. Ich kann mich auch für das Foto nicht für die Kabine entschieden. Dann gibt es andere Spiegel, dann noch ein größeres Dach. Mit Dachfarbe verändert. Ne? Also ich gehe sie mal durch, damit es einfach mal gesehen hat. Und das war es dann quasi schon. Fand ich halt, weiß nicht, ich finde diese Kabinen zu groß. Die stehen mir irgendwie nicht gefühlt. So, Motorhaube gibt es Standard. Dann gibt es vorne mit so einem Art Aufprallschutz oder Rammenbock. Ne? Dann einmal mit, also ohne Scheinwerfer. Ohne Grill, als Attrappe. Beleuchtet. Komplett ohne Haube. Könnt ihr den auch machen, wenn ihr möchtet. Ne? Ohne Haube 2 mit dem Frontschutz noch davor. Ohne Haube und kein Licht. Oder Standard. So, Frontalarmbau, könnt ihr sagen ja oder nein. Da gibt es nur diese eine Lizard-Variante. So, Motorenfarbe. Sieht ja alles in so rot und in so einen ja, Schwarzton. Dann Kotflügel. Ist alles nur so in den verschiedensten ja, Rottönen. Ne? Auch hier habt ihr dann, könnt ihr sagen, hier vorne, dass die Farbe ändern. Radgewichte. Können wir sagen in schwarz. Radgewicht 2. Dann ne, hier die kleinen Punkte in rot. So, Felgenfarbe. Und halt sag schnell, das Nummernschild könnt ihr natürlich auch noch konfigurieren. So, wenn ihr jetzt so wild durchkommt, wird, kommen halt nochmal 4650 dazu, sprich für 17.150. Wäre er jetzt so quasi hier, wie er hier steht. Achso, ja. Dann gibt es noch den Frontlader. Dann gibt es nur Aufkleber, ja, nein. Und halt die Farbe könnt ihr euch aussuchen. Ne, was euch da halt am liebsten, was euch dazu am liebsten passt, aus eurem Traktor passt. Dann habt ihr noch ein Frontgewicht, was ihr dran hängen könnt. Ihr habt eine, einen Ballenspieß, eine Mistschaufel, eine Palettengabel und die Schaufel, die ich jetzt quasi gerade vorne habe. Ja, und das war es eigentlich vom Ganzen her. Ne, wie gesagt, ist eher ein Freund, ist eher was für die Freunde des Ultramatums, aber ich finde immer trotzdem einen tollen Job. So. In diesem Sinne, mehr kann ich euch nicht sagen, außer dass es wirklich gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben, dann schreibt gerne was in die Kommentare, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mal zu verpassen. Klickt an die Links unten und wenn ihr beim True Farming 2 Sidestone-Kanal vorbeischaut, bei mir oder bei den anderen Leuten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auch einen Däumchen mehr da lasst. Und ich sage in diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal, euer Christian von Modbox. Tschüss!